Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Road 96 Mile Zero. In der letzten Folge sind wir sehr superagentenmäßig da bei Tyrek eingebrochen und sind sehr unauffällig in seinem Palast rumgeschlichen mit Skateboards und Inlineskatern. Jedenfalls haben wir jetzt diese Akte bekommen und am Ende hat Kato Zoe irgendwie hängen lassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht alles nur Eigennutz war von Kato. Aber deswegen würde ich sagen, warten wir gar nicht so lange, sondern legen direkt mal los und drücken eine beliebige Taste. Kato! Okay, sieht so aus, als hätte Kato uns wirklich einfach im Stich gelassen, ne? Also, Kato, ich bin Zoe. Antworte. Wo muss denn lang? Ach, hier in unser Versteck wahrscheinlich, oder? Und der Sandsturm ist mittlerweile auch da. Ist natürlich super, so ein reichen Viertel in so einem Sandsturm geplagten Gebiet zu bauen, ne? So, kann ich das hier? Doch, kann ich. Okay, dann komme ich hier nämlich auch rein. So, ich glaube, bei Zoe sind die Zweifel angebracht. Also da hat die Richtung gestimmt, in die wir gegangen sind. Dass wir, guck mal, so ein krasser Wind und so, aber die Dose hier, die bleibt stehen. Ne? Aber da setzen wir uns jetzt nicht hin. Wir haben gerade wichtigere Ziele. Wir müssen jetzt mal rausfinden, wo Kato geblieben ist. Was ist das denn? Enjoy your lie. Oh. Oh. Das ist ja mal tiefgründig. Krass. No vote, no voice. Ja, das ist klar. Okay, sprühen. Ach, das war das. Warte mal. Kann ich wieder... Ich würde gerne das Tag beenden. Ach, Tag beenden wahrscheinlich, oder? Jetzt bin ich wieder draußen. Okay, verstehe. Also, your voice has power. Power on. Okay. Guck mal, die Dose da hinten... Die ist schwerer als hier der Arcade-Automat, ne? Also die Dose, die steht da noch, die ist halt aus purem, weiß nicht was, also irgendein schweres Metall, purem Gold oder so. Und dieser Arcade-Automat, der ist halt aus reinem, leichten Weichplastik, ne? Deswegen ist der hier schon umgekippt. So, hier haben wir die ganzen Sticker, das werden immer mehr. Ich glaube, wir haben ein paar übersehen wahrscheinlich, oder? Was haben wir hier noch? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, die Kanthölzer waren für die Skate-Rampe. Hat Kato mich etwa angelogen? Das ist ein Stück von Katos Kapuzenpulli. Ich wusste es. Warte. Nein, er wäre niemals ohne mich gegangen. Überprüfen. Gegenstand aber. Walkman. Katos Walkman mit einer Kassette drin. Oh. Wahrscheinlich erklärt er uns jetzt was. Hi Zoe. So, I guess you figured out what the wood was really for. Look, see, we were gonna leave White Sands together. That was the deal. But you're the minister's daughter. Everyone in Petria would have been looking for you. I couldn't put my life and my parents' lives in danger just so that you could go on a little road trip. Kaito, come on, Biggie's expecting us. Look. I have to go. So, I guess this is goodbye. Have a nice life, see? You broke your promise. And you used me, Kaito. But this isn't over. Not by a long shot. I will find you. Okay. Kaito. Also ich kann es ja schon verstehen. Ich meine, sie ist halt wirklich ein hohes Tier quasi oder zumindest das Kind von einem hohen Tier. Da kann ich schon verstehen, dass er halt sich und seine Familie nicht in Gefahr bringen wollte. Aber es ist halt trotzdem assi. Ich meine, sie hat ja eigentlich mehr als genug bewiesen, dass sie auf seiner Seite ist, oder? Und dass sie niemals was tun würde, was ihn irgendwie gefährdet. Ja, jetzt stellt sich die Wahl. Gehen wir jetzt zuerst nach Hause oder gehen wir direkt schon mal los auf Roadtrip? Ich würde eigentlich sagen, lass uns direkt gehen. Du bist Kato, jetzt folgen.
Oh nein, Adam. So this is where you've been hiding. Come on, Madam Zoe. Let's go see your father. Oh nein. Oh, Adam, bitte. Kannst du nicht einfach anfangen, für Sonja zu arbeiten? Na gut. Ja, gut. Kato ist weg. Was bleibt uns noch los? Sandstorm Sonja, due to arrive shortly, I'm in front of Tyrax Palace, where Colton mysteriously disappeared last night. Police have been mobilized. Mr. Minister, I tracked her down. Zoe, get in your room. This is the last time, Adam. Won't happen again. No, it won't. Because you're fired. Oh, armer Adam. Und arme Zoe. Time to leave White Sands is now, Zoe. Okay, jetzt haben wir... Sandstorm Sonja continues to pick up speed and ferocity on its way to White Sands. We advise you to stay inside until the storm passes over. Storm? This could be my chance. First, I have to pack. Mhm. Okay, jetzt muss ich Sachen zusammenpacken. Tasche packen, warte mal. I'm not leaving without my trombone, no way. Können wir jetzt entscheiden, was wir mitnehmen? Also, oder ist es halt einfach eine klassische Abfolge für Tasche packen? Streichhölzer machen Sinn. Leslie, hol ich mal mit. So, ein Bild von den Eltern, komm, eins darf schon sein. Was haben wir hier noch? Eine Thermoskanne, das brauchen wir auf jeden Fall zum Reisen. Brauchen nicht nochmal ein Bild. Karten vielleicht zum Zeitvertreib, hier. Was haben wir sonst noch? Ein Messer, oh, auf jeden Fall. So, gucken wir mal, ne? Toilettenpapier. Was hat man nicht alles doch in Survival-Spielen gelernt, ne? So, vier gewinnt. Doch, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hat sie ja dabei, ne? So. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Gameboy. Den nehmen wir auch mal mit, so zum Zeitvertreib zwischendrin. Die Sprühdose. Was haben wir hier noch? Kleidung. Oh ja. Noch mehr Kleidung. Das Bild brauchen wir nicht unbedingt. Dann nehmen wir jetzt doch noch die Sprühdose vielleicht mit. So, gab es hier noch was? Warte mal. Nö. Hier sieht's gut aus. Oh, ein Mixtape. Komm, dann nehmen wir das Bild doch noch mit. Stimmt, das war das Bild von der Mutter. Das war gut, dass wir das mitgenommen haben. So, was gibt's hier noch? Oh, eine Zahnbürste. Oh, komm. Ah, so, gerade noch geschafft. Okay, und gehen. Ich glaube, wir haben sogar alles eingepackt, was da war, oder? Ich glaube, das sah gut aus. Oh, und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder wegskaten, oder? Nehme ich mal an. Oh Mann. Na gut, gucken wir mal. Ich drücke mal wieder eine beliebige Taste. Na gut. Da gucke ich mal, dass ich wegkomme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf achten muss, dass ich keinem Polizisten über den Weg laufe oder so. Oh, Colton. Hi. Du musst nach Hause gehen, Junge. Okay, Jakob. Danke für die Hilfe. Ganz, ganz schnell. Colton, geht es dir gut? Okay. I've never been better. Thanks to you, Zoe, I have a new lease on life. Warte, ist das Farbe in deinem Gesicht? Die Freiheit steht dir gut. I agree. Sometimes I miss Fran. I think we're both better off this way. But Zoe, what about you? What are you doing out here in the storm?
Ich versuche White Sands zu verlassen. It has something to do with Kaido and his parents, doesn't it? I heard some cops talking about them. Vielleicht. I need to ask you something. When I let you into Father's palace, you stole something, didn't you? Ja, irgendwie schon. I thought so. Look, whatever it is, it's fine. I know my father isn't the best person on the planet. Danke für dein Verständnis. So, I think I know how you can escape from White Sands. Wirklich? Yes, but you'll have to follow me. Wollen wir vertrauen? Now I'll free you from yours. Komm, wir vertrauen ihm mal. Mal sehen, was passiert. Zoe, come on! We don't have much time! Offenbar haben wir ihm nicht vertraut. Ah doch, da ist er. Remember that movie you let me watch one time when you babysat me? Nein, nicht wirklich, tut mir leid. In this fine work of art, the protagonist cleverly created a diversion to evade the man eating pineapple. We should do something similar so you can escape. Der Film war. Ja, gute Idee, Colton. Fireworks they were to use for father's important announcement. That could do the trick. Okay, auf geht's. Hopefully they're still in the storage shed. Now we'll just have to find a way in. Haben wir da nicht mal den Code geholt? Wie war denn der nochmal? Okay, ich glaube, wir müssen nochmal suchen. Ah, okay. Ja, okay, dann müssen wir doch nochmal suchen. Also, was haben wir hier? Okay. So, wir können es auch in einen anderen Müll... Nee, wir können es auch mal nicht in einen anderen Mülleimer packen. Okay, ich gehe mal hier hinein. So, was haben wir denn hier? Also, hier haben wir... Oh! Ein Guerilla-Coten-Aufkleber. Was ist das denn? An alle Parkangestellten, halten Sie den Zugangscode für den Schuppen unter Verschluss. Unschuldige Tai-Chi-Teilnehmer wurden verletzt. PS. Die Feuerwerkskörper für die Ankündigung von Tyrak wurden nach drinnen gebracht. Die Brigaden ruinieren einfach alles. Was steht hier? Sämtliche Lieferungen der letzten Zeit stammen von einem Ort namens Biggies. Ist Kato dorthin gegangen? Ich werde mir die Adresse mal notieren. Okay, hier mache ich wieder zu. Was haben wir hier? Bestand an Feuerwerkskörpern. 81 Rauchbomben, 150 Raketen und 1400 Böller. Krass, okay, ja gut, das ist ordentlich. So, wo kriegen wir den Code her? Oder war das vielleicht sogar, warte mal. Ist das vielleicht der Code? Weil da unten stehen ja dann Fragezeichen. Warte mal, lass das mal ganz kurz ausrechnen. Und da ich sehr gut im Kopfrechnen bin, mache ich das natürlich per Taschenrechner. Warte mal, 81 plus 150 plus 1400 sind 1631. Ist das der Code? 1631, also 1631. 1631, 1631, 1631. Ich versuche es einfach mal, warte. So. 1631. Gut, das war jetzt nicht das intuitivste Rätsel, aber... Okay, na gut, besser als nichts. Also, was haben wir hier? Wir haben hier die verschiedenen Feuerwerkskörper. Hier haben wir... Was steht hier noch? Wenn Sie etwas sehen, melden Sie es. Manchmal fühle ich mich wie ein Spion der Regierung. Okay, wir greifen jetzt mal hier die Feuerwerkskörper. Die zweiten gehen nicht mehr, okay. Wie komme ich... Hier komme ich raus. You truly have the makings of an excellent criminal. Now we'll launch him from the rooftop. Oh nein, komm, wir skaten zusammen aufs Dach. Oh Mann, diese Scheißskaterei. Also das ist wirklich, wirklich dumm. Egal. So. Ready? Wird schon schief gehen. Ah, guck mal, richtig gut. Oh, no. Father is burning.
Zoe hat mittlerweile schon richtig gute Zweifel, ne? Ja, wir können... Also ich kann leider nur in diesem Rahmen zielen. Deswegen kann ich hier eigentlich nur diese Bühne kaputt machen. Oh, und die Flagge da hinten natürlich noch, ne? So, hier die Lautsprecher vielleicht noch. Hier ist noch eine Flagge. Die können wir eigentlich noch kaputt machen. Das wird immer weiter Zweifel sein. Hier das Polizeiauto natürlich. Ja, ist es nicht langsam genug Ablenkung? Also, ich frage für einen Freund. Wie viele Raketen haben wir denn noch? Lauf, Zoe! Du schaffst es! Oh nein, nicht schon wieder! Okay, das war jetzt eigentlich ganz cool. Wir haben noch mal ein bisschen Zweifel sehen können bei Zoe. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht und drücken. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwas skaten und dann ist das Spiel vorbei. Aber ich drücke mal, um zu sehen, ob ich richtig liege, eine beliebige Taste. You got this, Z. Nothing to it. So, ich glaube, ich darf nicht in diese roten Scheinwerfer oder diese roten Taschenlampen von denen. Und die Kameras und sowas. Also ich muss sagen, ich finde diese Quicktime-Events viel, viel besser als dieses Hin- und Her-Skaten. Vor allem, wenn die ganze Zeit halt die Perspektive sich dann so komisch ändert. So. Na gut, also bisher läuft es ja eigentlich ganz, ganz okay, würde ich sagen. So bewegen die sich? Ich glaube nicht. So, hier drunter. So. Was ist das denn? Achso, der Sandsturm. Okay, krass, krasser Sandsturm. So. Da war... Sag mal. Was ist das denn? Ich frag mich nicht, was das gerade war. So. Okay. So. Na gut. Also, wie gesagt, mit Musik wäre, glaube ich, sogar das hier einigermaßen cool. Wobei, wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt hier diese Häuser, die ganz natürlich hier Inception-mäßig rumfliegen. Okay. Ganz, ganz normales Häuserverhalten. Ganz normales Häuserverhalten. Oh Gott. So, up. So, okay. Na gut. Hoffentlich ist es gleich vorbei. Hoffentlich ist es auch das letzte Mal jetzt. So, kommen erstmal ein paar tausend. Okay, ich glaube, wir haben es rausgeschafft. Kaido, here I come. Gibt's da nicht einfachere Wege? Nein, nein, wir haben viel zu bereden. What's with this huge car graveyard? Where is everybody? Oh Mann. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Wie kann das sein, Mann? Ich kann doch nicht später springen. So, okay. So, dann hier drunter durch. Ich hatte so ein bisschen Cyberpunk-Vibes, ne? Hier mit dem Carpark, also mit dem Schrottplatz hier direkt draußen an der Stadt, ne? Wobei Cyberpunk ja auch in den Badlands. Kaito sagte, dass Petria leide. Ja. Finde ich nicht so gut. Ich glaube, das ist aber mittlerweile klar geworden. So, okay. Kannst du jetzt bitte wieder aufhören?
Aber war sie dann... War sie dann eher auf der Suche nach Kato, als wirklich auf der Flucht aus dem Land? So, hier. 22%. Ja, lass mich bitte einfach die Story weitermachen. Vielen Dank. So, Dankeschön. So, nächster Schritt wird berechnet. Gucken wir mal. Aber davor würde ich natürlich sagen, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin immer froh, wenn diese komischen Skate-Dinger da irgendwie vorbei sind. Jedenfalls erstmal ganz, ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.